Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet nochmal aus Alaska. Denn ich hatte beim letzten Video schon gesagt, dass ich mir das auf jeden Fall nochmal angucken werde mit einem Low-Level-Equipment. Und ich habe schon mal drei Würfe gemacht, habe gedacht, komm, eigentlich können wir diese Farce uns zusammen angucken, denn nichts anderes ist es. Ich habe drei Würfe gemacht und ein Uni-Königslachs gehakt mit einem Level-10-Equipment, was nicht so viel Spaß gemacht hat. War sehr lustig. Ich hatte ihn vergleichsweise lange im Drill tatsächlich, aber natürlich absolut chancenlos. Also ich habe den vielleicht mal 10 Meter ranbekommen, aber auch nur, weil er 10 Meter ran wollte. Ja. Nicht, weil ich da irgendwie irgendwas machen konnte. Auf jeden Fall hier das Setup, was ich gefunden habe mit Level 10, war echt gar nicht so leicht, irgendwas zusammenzustellen. Level 12 wäre vielleicht schon einen Ticken besser gewesen, seit ich zumindest von der Schnur und überhaupt von der ganzen Konstellation noch eine Stufe höher gehen können, Richtung 5 Kilo, beziehungsweise überhaupt Richtung 4,5 Kilo, weil jetzt die Schnur halt nur 3,6 trägt oder sowas. Ist ein bisschen Mist, ganz ehrlich gesagt, aber gut. Je nachdem, also man levelt ja relativ schnell, ja. Von daher, in der unteren Marke zumindest, also von Level 10 bis Level 12, wäre jetzt auch nicht so das Drama gewesen, wenn ich jetzt mit Level 12 gemacht, aber ich habe mir gedacht, komm, wir machen es mit Level 10, versuchen nicht. Wenn wir nichts fangen, dann fangen wir halt nichts, aber könnte auf jeden Fall lustig werden, ja. Ist auf jeden Fall die einzige Route, die tatsächlich zu der Rolle gepasst hat. Die Rolle kostet allerdings 30 Gold, also ist vergleichsweise teuer in dem Levelbereich, weil man da vielleicht noch nicht ganz so viel Gold hat, aber man kann ja in den anderen Gewässern schon Unis fangen. Von daher halb so schlimm. Dazu natürlich auch genug Videos vorhanden, also guckt da mal in die Playlist rein. Und ansonsten, die Aurora kostet auch noch Gold. Ja, ist jetzt leider ein Gold-Setup geworden, aber was anderes hat einfach nicht gepasst. Es gibt nichts Gescheites in dem Bereich, im Level 10er Bereich, was man hier zum Spinnfischen verwenden würde. Ich habe Polen jetzt erstmal ganz weggelassen. Das wäre vielleicht sogar noch die beste Alternative gewesen, hier irgendwie mit kleiner Elritze, weil die gibt es ab Level 5, auf den Buckelachs zu gehen. Aber guckt euch dann einfach nochmal das Buckelachs-Video an, nehmt eine Posenroute, die ihr nehmen könnt. Und dann fangt ihr lieber damit, wenn ihr noch nicht so hoch seid, denn mit der Spinnroute ist das hier vielleicht nicht so lustig, aber wir werden aber gleich erstmal versuchen, einen Buckelachs zu fangen. Ja, also 4,5 Kilo tragen die beiden Sachen hier, die Rute und die Rolle und die Schnur 3,6. Dazu den Medium Spoon, weil alle anderen sind auch über Level 10. Auch die Spinner hier, ich glaube der hier nicht, weiß ich gar nicht, aber Medium Spoon 7 Gramm 1,0. Da ist mir tatsächlich der Uni drauf geknallt. Also gucken wir mal, was geht, was hier am Gewässer geht. Ich werde jetzt erstmal versuchen, einen Buckelachs zu fangen mit meiner Aurora hier. Aber ob das was wird, steht auch noch in den Sternen. Wir versuchen mal den Unispot. Wenn der natürlich direkt draufknallt, wäre auch wieder lustig. Aber ich glaube, so normale oder Trophäen sollten auf jeden Fall möglich sein, wenn die auf den Medium Spoon gehen. Das weiß ich eben auch nicht. Aber theoretisch gehe ich erstmal davon aus, dass die da schon drauf gehen. Deshalb machen wir erstmal ein Easy Stop and Go. Und versuchen da irgendwie einen dran zu bekommen. Also ich habe gerade in der Kurve unten versucht, weil ich dachte, vielleicht fängst du da mit einem Silberlachs oder so, guckst du mal, wie der sich im Drill verhält, ob man den vielleicht rauskriegt. Aber da gehen dann die Trophies auch schon bis 10 Kilo. Da habe ich aber auch keinen dran bekommen, davon abgesehen. Dann habe ich halt den Uni-Königslachs dran bekommen, der ist mir direkt vor der Füße dran geknallt. Aber ne, war nicht so spaßig. Und dann habe ich gedacht, versuchen wir doch lieber erstmal auf die kleineren Lachse, die hier so rumschwimmen, wie Buckellachs und Rotlachs. Aber müssen wir halt auch beten, dass die auf unser Medium Spoon draufgehen, denn Crankbaits kann man in dem Level nicht kaufen. Was natürlich super ist, ist, wenn man sich direkt das DLC kauft für 8 oder 9 Euro. Und nein, ich bekomme dafür kein Geld. Dafür, dass ich das hier anpreise. Aber ich meine, gerade in dem unteren Levelbereich, dann du hast Crankbait, du hast die richtig harten Routen. Und dann kannst du die natürlich richtig farmen. Ja, habe ich im letzten Video, habt ihr gesehen, wie man an einer
schön Gold und XP vor allen Dingen auch machen kann am Tag. Also da ist natürlich gerade in den unteren Levelbereichen richtig was zu holen, wenn man sich da das DLC holt. Kann man ja ordentlich zu lang. Na, wir versuchen jetzt hier mal mit dem Equipment Fisch rauszuholen. Jetzt müsste natürlich erstmal einen anbeißen. Denn sonst können wir hier keinen rausholen. Ist halt die Frage, ob die Köder so mega gut sind, aber hat halt hier jemand behauptet, dass die gut sind in dem unteren Levelbereich. Also muss man sich da selber durchquälen. Ich kann nicht mal versuchen, einen anderen Köder dran zu hängen, weil die halt über dem Wurfgewicht der Rute liegen. Das ist nämlich eigentlich eine Ultra-Light-Rute, glaube ich. Die hat nur bis 14 Gramm oder so, von daher kann ich da jetzt nicht mal irgendwie einen Bullet Spinner dran knoppeln und den raushauen. Also müssen wir irgendwie versuchen, hier mit dem Medium Spoon was an Land zu ziehen. Was mir jetzt eigentlich nicht so unmöglich erscheint, aber gerade streiken sie wohl. Wenn nicht, wechseln wir gleich erstmal die Seite und versuchen es auf den Rotlachs, wenn hier jetzt gar nichts geht. Oder wir versuchen es oben auf dem Buckellachs. In dem Flachwasserabschnitt. Keterlachs habe ich auch noch gar nicht versucht mit dem jetzt. Vielleicht da mal vorbeischauen. Oh, guck mal, da haben wir den ersten Fisch. Aber der geht auch schon gut ab. Der geht auch schon gut ab, aber der macht jetzt. Okay, er macht Druck, aber da fühle ich mich ein bisschen, bisschen besser als beim Königslachs gerade, weil da hatte ich echt null Chance. Boah, wir müssen hier nur auf die Spannung aufpassen. Aber das sieht doch gut aus. Der Fisch kommt langsam ran, also die Buckellachse lassen sich schon mal erfolgreich damit beangeln und das sieht sogar aus wie ein Trophäen-Buckellachs. Guck an, bringt natürlich von den XP her auch nichts, ja, aber ist halt das Ding. Ja, fängst halt hier von der Größe her mit Level 10 nicht jetzt die Monsterfische, weil das Equipment das einfach nicht hergibt. Das müsste ja wohl jedem klar sein, der hier mit Level 10 hinkommt und das Equipment nicht hat, dass der hier keine Monsterfische erwartet. Dementsprechend auch keine Monster-XP, aber trotzdem machen wir das Video, um das einfach mal anzugucken, ob man überhaupt was mit dem Equipment fangen kann. Und das haben wir jetzt gesehen, dass das zumindest schon mal bei den Buckelachsen funktioniert. Versuchen wir nochmal auf den Rotlachs. Oh Gott, wo war das nochmal? Keine Ahnung. Einfach mal rauswerfen. Oh, ich glaube, da war sogar schon zu weit, aber egal. Mal sehen, ob wir hier irgendwas dran bekommen. Vielleicht auch eine Forelle oder sowas. Hauptsache nicht der Gigant der Gewässer. Einfach kein Königslachs. Dann ist alles gut. Beziehungsweise Keter wäre, glaube ich, auch nicht machbar, der normale vielleicht, aber Richtung Uni auf keinen Fall. Wobei auf keinen Fall will ich gar nicht sagen. Kommt halt immer darauf an, wie die kämpfen, ne? Also, der Drill von dem Königslachs war jetzt so. Ja, der hat zwar immer Schnur genommen, aber der ist jetzt auch nicht so abgedampft wie so ein D-Zug, ne? Der ist immer so, da mal 3 Meter, hier mal 4 Meter. Zwischendurch hast du noch wirklich mal gehalten. Aber jetzt nichts, wo du sagst, ja, okay, du hast eine Chance gehabt, ne? Da ist auf jeden Fall ein Fisch hinterher geschwommen. Und der hängt auch. Was haben wir denn da? Eine Forelle? Jawohl, die Dolly Warden Forelle. Auch die können wir also hier easy mit dem Medium Spoon rausziehen. Die ist natürlich vom Gewicht her noch geringer als der Buckelachs. Auf eine XP her lohnt er sich vielleicht nicht so ganz, aber wie gesagt, in den unteren Bereichen hat man ja schnell gelevelt. Von daher ist man hier zumindest nicht chancenlos. Ja, man kann auf jeden Fall sein Geld reinholen, auch wenn die Fische, glaube ich, nicht so viel Geld bringen. Wobei 47 für so einen Buckellachs? Das geht schon. Also die Reisekosten sind jetzt gar nicht mal so hoch. Ich glaube, es ist gerade halt wegen der Aktion, dass hier halber Preis ist oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so niedrig bleiben. Deshalb geht das gerade im Moment noch so.
die 500 oder was, die man hier als Reisekosten hat, kriegt man auf jeden Fall dann mit dem Level auch rein. Wenn man natürlich ausdauernd ist, dann man darf sich nicht nach halbe Stunde Angeln wieder abreißen und glauben, man hat den Kescher voll. Das ist nämlich noch der andere Punkt, der Kescher. Ja. Ich glaube mit Level 10. Boah. Ich weiß gar nicht, was man da für einen Kescher hat, aber ihr habt auf jeden Fall keinen großen Kescher. Deshalb könnt ihr die Monsterfische auch gar nicht einpacken. Ich weiß nicht mal, ob man da so einen Buckelachs reinkriegt. Also im Zweifel würde ich mich da vorher informieren, was ihr da für einen Kescher habt. Ich kann es euch jetzt aus dem Kopf nicht sagen, aber ihr wisst es ja dann selber. Kann sein, dass ihr vielleicht auch irgendwann ein anderes DLC gekauft habt mit, was weiß ich, Posen, Routen oder sonstiges. Da sind ja auch immer irgendwelche Kescher dabei gewesen. Deshalb kann es ja sein, dass einer mit Level 10 schon durchaus einen größeren Kescher hat, aber eben nicht eine stärkere Spinnroute. Ja, die Kombination gibt es auch, deshalb lasst man den Kescher mal außer Acht. Das sind natürlich dann alle Feinheiten, die ihr selber beachten müsst. Da kann ich euch nicht helfen. Da müsst ihr selber drauf klarkommen. Und wenn ihr hier hinreist, müsst ihr euch im Klaren sein, dass auch der Kescher eine entscheidende Rolle spielt. Denn viele Fische werden hier sehr groß. Es sei denn, ihr fangt dann wirklich Forellen und die normalen Buckelachse vor allem, die werden auch so 2 bis 2,5 Kilo oder sowas. Also die sind dann auch noch halb so wild. Aber der Rotlachs scheint sich jetzt hier erstmal nicht blicken zu lassen. Der möchte vielleicht nicht. Dann gucken wir vielleicht gleich nochmal beim Keterlachs vorbei. Aber wir haben schon mal 2 Fische gefangen. Also das ist schon mal ganz gut, ja. Und die haben wir auch alle easy rausbekommen. Also zumindest schon mal da keine Probleme. Da war ein Fisch, aber dann haben wir den Hänger. Könnte wieder eine Forelle gewesen sein, weil die zwischen den beiden Steinen da war, wo wir auch schon die Uni-Stierforelle gefangen haben. Und da war die nächste Dolly-Wardenforelle am Start. Also lassen sich damit auf jeden Fall ganz gut fangen. 2,8 Kilo sogar, schon mal gar nicht so verkehrt. Aber ich wechsle mal kurz den Spot und gehe mal Richtung Keterlachs. Mal sehen, ob wir da überhaupt was an den Haken bekommen auf dem Medium Spoon. Und wenn nicht, können wir nochmal auf der Seite mit dem Silberlachs versuchen. Ich habe gerade in der Kurve leider nichts bekommen. Können wir hier oben nochmal gleich testweise versuchen. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen zu weit geworfen. Da könnte schon passieren, dass ich ein Königslachs noch hak. Also mich würde mal so ein normaler Königslachs interessieren. Wenn ich da mal keinen Trophy oder Uni von dran bekomme. Das würde mich echt. Das könnte ein interessanter Fight werden. So 6, 7 Kilo. Das könnte echt interessant werden. Mal sehen, ob wir überhaupt noch was an dieser Stelle an den Haken zaubern können. Können wir. Können wir, können wir. Ist auf jeden Fall ein Keter oder ein Königslachs. Ich glaube, hier an der Stelle noch nie was anderes gefangen. Es sieht aus wie ein. Ach, kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen, müssen wir rausholen, um das sagen zu können. Aber könnte auf jeden Fall ein spannender Kampf werden. Egal, was es von beiden ist. Die werden beide so im Normalfall. Ohne Trophy 6, 7 Kilo schwer und danach sieht es mir stark aus. Ich kann den auch. Macht er links, rechts und ich gewinne kein Meter und er auch nicht. Wobei jetzt hat er mir Meter abgenommen. Ja, ich versuche den immer einen Kontra zu geben hier. Sieht aus wie ein Königslachs, ehrlich gesagt. Also, selbst wenn ich ihm keinen Kontrolle gebe, schwimmt da diese Links-Rechts-Bahn jetzt nochmal ausgebrochen. Sehr gut. Das wollte ich jetzt mal bezwecken. Da bin ich gespannt, ob wir den rauskriegen. Wir nehmen dem gerade so ein paar Meter ab, wenn wir nicht die Spannung verlieren. Da ist er mal kurz auf uns zugeschwommen. Aber wenn er jetzt mal auftaucht, kann ich vielleicht sehen, was es ist. Ist ein
Keter. Königslachs. Ah, guck mal. Jetzt haben wir uns natürlich hier leicht gemacht, indem wir den über Land ziehen. Bleib schön auf Land, mein Freund. So kriegt man nämlich easy raus. Aber es ist ein Keter. Ein Keter tatsächlich. Guck an, kann man auffangen. Mit der Ultraleitroute. 8,2 Trophäen-Keter. Leute. Leute. Guckt ihn euch an. 8,2 Kilo Trophy Keterlachs. An der Ultralight Aurora. Geil. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den so rausbekommen. Gut, am Ende hat er sich halt ein bisschen über Land gebackt. Aber ich glaube, mit der Zeit hätten wir den auch so rausbekommen. Und der bringt natürlich auch $82, 207 XP nochmal an den Start. Das ist schon nicht zu verachten. Vor allem dann halt, wenn du wirklich Level 10 bist. Ganz ordentlich, glaube ich. Versuchen wir doch direkt nochmal, weil das so gut lief. Mal sehen, was uns noch an den Haken geht. Das heißt aber auch, wenn wir den mit 8 Kilo rausbekommen, dass man vielleicht sogar die Silberlachse rauskriegen könnte. Kann natürlich sein, dass sie ein ganz anderes Kampfverhalten haben und dass die Keterlachse ein bisschen schwacher für Beine sind, aber glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Silberlachse ungefähr auf demselben Niveau sind und sich ähnlich verhalten. Deshalb glaube ich schon, dass man die fangen kann. Nur, wie gesagt, ich habe es halt in der Kurve versucht und habe ich halt den Königslachs als Beifang erwischt und da war halt definitiv Ende. Gerade wenn es dann Richtung Trophy geht. Aber der normale, den würde ich gerne nochmal fangen, aber den kriege ich jetzt hier gerade nicht dran. Wahrscheinlich auch, weil ich zu krass in der Beißzeit drin bin, dass ich da jetzt hier Only Trophy und Uni haken würde. Und das ist natürlich dann eh nicht so geil. Ah, hier vorne vielleicht noch eine Forelle abstauben. Ja, da kommt auch eine. Da haben wir die auch noch gefangen, hier die Stierforelle. Sehr gut. War natürlich ein harter Fight, die jetzt aus dem Wasser zu bekommen, ja. Aber gut, wir haben schon 4 Arten jetzt gefangen. Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall schon den Großteil der Fische, die hier rumschwimmen. Die kleinen beiden, ja, Saugdingensbums hier, Saugdöbel und Blackfish kann man natürlich fangen mit dem Level. Das heißt, die zwei können wir eigentlich dazu rechnen, die man hier locker rausbekommt. Und ich glaube tatsächlich, bis auf den Königslachs und halt den ein oder anderen Uni, kriegt man hier alles raus. Mit Level 10. Sage ich jetzt mal so. Lege ich mich aus dem Fenster. Man muss natürlich ein bisschen mit Gefühl an die Sache rangehen. Ja, du kannst hier nicht rechte Maustaste gerückt halten und dann Linksklick durchkurbeln. Man muss da schon ein bisschen Feeling für haben, sonst bringt dir das alles nichts, wenn du halt wirklich mal im Drill gefordert bist und den Fisch irgendwie ausdrillen muss. Aber wenn man das dann mal raus hat, dann sollte das auf jeden Fall kein Problem darstellen, solange die Fische in dem Bereich bleiben. Ich glaube, dann ab 10 Kilo wird es halt wirklich schwer bis unmöglich. Aber kann man halt nur sicher sagen, wenn man immer so ein Fisch hier dran kriegen würde, und das passiert bei mir gerade nicht. Wir können ja gleich nochmal in die Kurve nach unten gehen. Ich mache jetzt hier noch einen Wurf und dann können wir mal nach unten hingehen und mal zum Spaß uns das ganze Spektakel angucken. Und uns kaputt lachen. Ja? Wie sinnlos das ist und wie dumm. Aber ich glaube, die Stelle hier ist dann für Level 10 eigentlich mal gar nicht so scheiße. Klar, wenn man jetzt den Buckelachs fangen will, vielleicht lieber auf die andere Seite rüber. An der Hütte da, wie wir gerade gesehen haben. Oder halt oben ins flache Gebiet, in den flachen Gewässerabschnitt. Aber den haben wir schon im anderen Video mit dem Pose gefangen, deshalb gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Aber hier sind halt die Forellen und der Keterlachs. Und deshalb glaube ich, das ist ja eigentlich ganz ordentlich. Wenn du hier mit Level 10 hinkommst, dass du hier zwischen den Felsen, der Rotlachs vor allen Dingen auch noch, den haben wir jetzt noch nicht gefangen. Aber der sollte auch kein Problem da sein, darstellen, von wegen rauskriegen, also das sieht mir nach einer guten Stelle hier aus. Na gut, ich wechsle mal die Seite.
und laufe nochmal unten Richtung Kurve. Und dann machen wir dann mal zwei, drei Würfe und gucken, ob wir vielleicht da noch einen Fisch an den Haken bekommen. Wobei jetzt ist gerade... Boah, zwei, drei Würfe ist gut. Die Uhrzeit läuft mir davon. Wir können es noch auf der Insel hier versuchen. Aber da geht mir halt nur... nur Königslachs wahrscheinlich drauf. So. Gucken wir mal, ob wir den noch in den Drill bekommen. Den Uni-Königslachs. Ist jetzt natürlich auch nicht der beste Köder dafür, vor allem nicht in der Größe. Aber vielleicht haben wir Glück. Bis ich da unten gewesen wäre, hätte ich halt auch keine Zeit mehr gehabt. Aber hier geht bis jetzt auch noch nichts. Außer ein Hänger. Nee, sieht nicht so aus, als wenn diesmal was geht. Aber einen Wurf schaffen wir hier noch. Vielleicht bringt der den Todesbiss von dem Fisch, der uns vernichten wird. Ich werfe auch mal ein bisschen zu weit da hinten, weil sowieso noch nichts. Eigentlich könnte ich da ein bisschen weiter reinkurbeln. Aber ich ziehe das jetzt mal hier durch. Mein Stop and Go. Aber jetzt haben wir schon 21 Uhr. Die Uhr springt um. Das Wetter springt um. Beziehungsweise die Helligkeit. Macht aber nichts, weil wir ja vor 21 Uhr in den Wasser geworfen haben. Also könnte sein, dass wir jetzt noch einen Biss bekommen. Aber der Köder scheint den Königslachs nicht so zu überzeugen. War vielleicht gerade auch echt ein Glücksfang, als ich den... Was heißt Glücksfang, ja? Glück relativ betrachtet. Ein Glücksfang, dass ich den an den Haken bekommen habe. Vor der Aufnahme beim Testen. Aber rausbekommen. War eh nix. So, was haben wir denn für ein Wetter beim nächsten Tag? Oh, Wolke. Wolke, Wolke. Wir können mal versuchen, jemanden auf Abend zu stellen und gucken, ob wir da noch mit zwei Würfen... Guck mal, haben wir schon 77 plus gemacht. Ob wir noch einen Silberlachs an den Haken bekommen. Wobei ich das vielleicht auch eher oben versuchen würde. Von dem Spot, wo wir gerade waren, mit den Steinen, dann bis nach... rechts durchlaufen bis ans Ende und dann schräg Fluss abwerfen. Da ist, glaube ich, die Konzentration von Silberlachs bzw. die Konzentration von den Königslachsen geringer als hier in der Kurve. Das heißt, man fängt da tendenziell mehr Silberlachs, würde ich fast behaupten, als Königslachs, wenn man da so hinwirft. Deshalb, wenn man Silberlachse gezielt fangen will, vielleicht lieber dahin werfen, aber wir gucken mal, ob wir hier vielleicht noch einen an den Haken bekommen. Und wenn nicht, haben wir halt Pech gehabt. Aber ich glaube schon, dass man die Silberlachse fangen kann, wenn man die nicht zu groß erwischt. Also sprich Uni. Die Trophäen mit ein bisschen... Ja, gut, kommt darauf an. Ich weiß jetzt nicht, ob man vielleicht die Trophäen rausbekommt, die Richtung... Ah, da kam der Biss, aber der blieb nicht hängen. Ob man jetzt die Trophäen rausbekommt, die Richtung 10 Kilo gehen. Könnte vielleicht auch ein Kampf werden, aber hat doch keiner gesagt, dass es leicht wird.
Aber wenn du halt Glück hast, kriegst du halt so eine Trophäe mit 6, 7 Kilo oder wo auch immer die losgehen. Ich weiß gar nicht, ob 6 Kilo überhaupt schon eine Trophäe ist. Aber die kriegst du dann natürlich raus, wie wir beim Ketalax gesehen haben. Der hat auch 8, irgendwas gehabt. Und den haben wir easy aus dem Wasser gezogen. Aber hier außer dem Fehlbiss nichts gewesen. Das heißt, ich werde nochmal auswerfen. Schön auf die andere Seite knüppeln, das Ding. Und hoffentlich steht der Fisch jetzt noch da, wo er gerade auch stand. Aber das müsste jetzt irgendwann gewesen sein, oder? Sind wir schon vorbei? Ich weiß es gar nicht, bei wie vielen Metern er gerade gezupft hat. Ja, sieht aber gerade nicht so aus, als wenn der. Nee, nee, also so spät war auf keinen Fall mehr. Da war der schon etwas früher, was aber nicht heißt, was jetzt natürlich keiner mehr weiß. Kann immer noch einer durchaus den Köder nehmen. Bis vor der Füße ist hier auf jeden Fall fangtechnisch alles möglich und da kommt er. Und das sieht nach einem Silberlachs aus. Der ist gesprungen, das war ein Silberlachs. Tja, der macht aber gerade einen Abgang. Der macht einen Abgang. Erstmal die Flucht. Das könnte jetzt interessant werden. Das Problem ist halt, man. Boah, das Ding ist halt wirklich, die hier bei Laune zu halten, vor allem bei Spannung. Also ich sagen wollte, das Ding ist halt, du weißt halt, selbst wenn er abreißt, weißt du nicht, wie groß er ist. Also einer ist da jetzt nicht repräsentativ zu sagen, jo, das geht oder geht nicht, beziehungsweise. Kannst jetzt nicht sagen, wenn der abreißt, dass das nicht geht. Weil er halt erstmal wissen muss, wie groß der war. Aber das sieht stark danach aus, als wenn der sich hier nicht einfach bändigen lässt und mir irgendwann entweder die Spannung flöten geht oder der Fisch mir genug Schnur von der Rolle gezogen hat. Eigentlich kann ich echt nur beten, dass der halt in meine Richtung irgendwann kommt. So wie jetzt zum Beispiel. Aber dann muss ich halt irgendwie die Spannung halten können. Boah, ich glaube, der wird mir irgendwann aussteigen. Das ist zu tricky hier mit der Spannung. Aber wir nehmen den. Weil wir haben jetzt schon gut 20 Meter abgenommen. Also nach der ersten Flucht macht er jetzt erstmal ein bisschen Päuschen, aber vielleicht setzt er gleich zur nächsten Flucht an, das weiß man halt nicht. Bleib hier, mein Kleiner. Bleib schön in Spannung. Nee, 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 nee. Willst du wohl brav bleiben? Ich glaube, dass hier macht sich das deutlich bemerkbar, wenn man dann Level 12 hätte und halt 1 Kilo höher gehen könnte mit der Schnur. Man könnte dann halt. Es gibt natürlich eine 4,5 Kilo Schnur, die wollte ich aber jetzt hier nicht draufpacken, weil es immer sein kann, dass halt ein Königslachs einsteigt und dann weiß halt nicht, was bricht. Bricht hier die Rolle, bricht hier die Rute, bricht hier die Schnur. Du weißt es nicht, weil alle 4,5 Kilo Tragkraft hat. Das war mir zu riskant. Deshalb habe ich das gelassen. Aber wenn du dann halt Level 12 hast, kannst du halt mit der Rute und der Rollen ticken höher gehen, Richtung 5 Kilo oder 5,5. Und dann kannst du natürlich die 4,5 Kilo Schnur nehmen. Ich glaube, hier, gerade bei diesem Fisch, jetzt wäre das ein Riesenunterschied. Aber jetzt sind wir auf 40 Meter raus. Na gut, ich mache das hier im Zeitraffer mal und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
Jetzt ist er bei 80 Meter, er kommt langsam in den kritischen Bereich. Ich glaube, das wird nichts. Die 2 Meter wird er mir jetzt noch abnehmen. Noch 1 Meter und dann knallt es. Ja. Also, ich habe den jetzt über eine Ingame-Stunde gedrillt. Ich weiß nicht, wie lange genau. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, den irgendwie rauskriegen zu können. Also der hat gemacht, was er will. Der ist halt links rumgeschwommen. Wenn er auf 30 Meter war, dann war er halt auf einer anderen Uferseite gegenüber. Der hat dann da geschwommen. Aber nie habe ich ihn wirklich in meine Richtung lenken können, in meine Richtung dirigieren können. Aber ich weiß halt auch nicht, wie groß er war. Vielleicht war es der Uni. Ich habe den nur einmal beim Sprung gesehen, aber schwer einzuschätzen. Vielleicht war es auch einfach ein großer Trophäenfisch. Ich glaube, kleine Trophäen kriegt man raus, die großen. Aber wie man sieht, nicht. Wird ab Level 12 dann besser, wenn man 1 Kilo mehr Druck ausüben kann, als das, was ich hier konnte. Damit war es definitiv nicht machbar bei diesem Fisch. Aber gut, so ist das. Wenn man hier mit Level 10 hinkommt, da kann man nicht alles fangen. Muss man natürlich mitrechnen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Petri Heil. Macht's gut, haut rein und auf Wiedersehen.